Und damit herzlich willkommen zu einem 1 vs 1 in Hardwell 4 mit dem guten Paul und Horst. 1-1-1. 1-1 gegen 1. Das sagte ich. Aber naja. Du sagtest 1 gegen 1. Paul als die Türkei, Ron als der Brite und ja. Ich als Deutschland. Ron, ihr habt gelesen, die Türkei soll gar nicht so scheiße sein. Er hat's gelesen. Also das heißt, wir können schon mal darauf einstellen, dass Paul relativ schnell von mir oder dem Sowjet rausgenommen wird. Oder vielleicht sogar vom Briten. Nein. Na dann. Nein, Paul und ich haben uns davon abgesprochen. Ah, hier Bündnis gegen Deutschland, was überhaupt nicht. Nein, das ist verboten hier. Ja, hallo, die Regeln, die muss man toll mit Effekten einführen. Lauritz, ja, ich würde nur einen weiteren Staat Russland Deutschland opfern. Wie bitte? Was? Wenn ich Paul quasi ein Bündnis holen würde, würde ich nur einen weiteren Staat Deutschland opfern. Wir starten. Ich muss mir kurz meine Anfangsstrategie überlegen, aber wir sehen uns nach dem Aufbau und bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück in der Aufnahme und ich denke, wir werden einfach alles langweilige rausschneiden, was bedeutet, ihr werdet den ersten Teil der Aufnahmesession wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Höchstens falls mal was Witziges passiert oder irgendwie ein Ich brauche 12.000 Infanteriewaffen als Verstärkung und ich bild noch nicht mal was aus, Alter. Paul, dir geht's genauso wie mir. Mein Bild schon aus. Eine ganze Division, aber ich bild aus. Okay, dann. Und da sind wir dann auch wieder nach dem kleinen Cut. Es ist ja zwar schon ein anderer Aufnahmetag, weil der erste irgendwie nur 20 Minuten ging, aber... Weil ein gewisser Herr weg musste. Paul immer musste weg. Ja, war nicht, diesmal nicht Paul. Ich werde faschistisch. Du hast ja schon wieder nicht rausgedrückt bekommen. Er will nicht rauskommen. Ach. Ich könnte mal Übung machen, fällt mir auf, die können wir auch arbeiten. Ja, ich könnte auch mal Übung, obwohl, warte, wann erkläre ich Polen den Krieg? In 50 Also meine Tagen. Leute arbeiten, ja, wow. Also meine Leute trainieren schon ziemlich hart. Seit Beginn des Spiels wahrscheinlich, wie ich dich kenne. 8500 Infanterie. Wenn sie sogar auf Veteranenstufe hoch trainieren könnten, geht nicht. Sie schon. Ja, okay, dann müssen wir raus. Hey, jetzt bin ich okay, noch okay, wir sehen uns nach einem kleinen Cut. Bis gleich. Wetten, dass irgendwie so ein Lauritz an DLC noch, ne? Nein. Wir setzen ja nicht. Die garnisonieren nur ab. Japanisch, soweit ich ergrenzen. Ja, jetzt Reichskanzler, so. Deutschland steht wieder in der Beginn eines neuen Weltkrieges. Ja, es kommt jetzt auf dich an, Ron. Und das ist der Beginn eines neuen Weltkrieges. Alter, gehen die Panzer ab. Was zur Hölle. 20 bis 40 Divisionen haben die. Danzig habe ich auch schon. Krakau ist auch schon gefallen. Okay, jetzt kapitulieren. Siehste? Ja, okay, es war aber trotzdem ein bisschen zu langsam. So. Also ich hätte gern Danzig, Potsdam und dies hier. Ah, oh, ich weiß das einfach. Der Rest wird zur Marionette. Aber drei verschiedene Marionetten. Alles klar. Die haben zwei Reichsprotektorate. Ja. Alter. Das Gute ist, ich habe jetzt ihre Flotte und ihre Luftwaffe behalten. Also. Und die Armee werden sie, denke ich, auch bald nochmal aufstellen. Tja. Hast dafür nicht 5 Öl mehr bekommen? Oh, oh nein, welche Tragödie. Dafür bekomme ich mehrere Armeen gestellt. Das ist ja ein Ausland. Lauritz, gib mir doch Militärzugang. Ein deutsches Kaiserreich hier wieder. Ja, das war das Ziel dieses Krieges. Weißt du, wer mir Militärzugang gegeben hat? Deine Marionette. Halt die Fresse. Und? Aber die haben keine Arten mehr. Findest du das auch so geil? Ach man, jetzt wünschte ich, ich hätte die Better Political Puppet Map Ding da drin, dann sähe das viel cooler aus. Wird das jetzt eklig aussehen, wenn ich die Sowjetunion habe? Warum? Ja, weil dann das Muglotz dazu. Ach so, weil du das ja nicht annektieren kannst. Das ist super. Ja, geil, finde ich auch.
Alter, könnte Frankreich mal was anderes machen als ihren beschissenen Bomberschwerpunkt? Ich komm gleich und tritt ihn in die Eier. Ja? Das geht so nicht weiter. Ja, wir müssen mal ein ernsthaftes Gespräch führen. Von Mann zu Frau. Soßen sind okay. Und halt der Ukraine ist okay. Ja. Und ich werde auch den Kaukasus freilassen, denke ich. Stopp. Russen akzeptieren den deutsch-sowjetischen Vertrag. Oh, guck mal, was Frankreich macht. Oh, nee. Oh, ihr seid effizient. Klein Manns, die kleine Entente. Kein Problem. Ich seh grad. Die können Polen garantiert aussprechen. Ja, deinem Polen. Also. Kleiner Entente darunter, dann können sie. Was ist eigentlich, wenn Polen zuerst macht? Doch, Polen geht zuerst geht, aber zwischen den Meeren geht nicht. Mal sehen, ob du den Anschluss verkackst oder so, weil am Samstag wurde der Anschluss ja verkackt. Alter. Oh, Paul, das ist nicht witzig. Deutschland hat gegen Österreich 2-1 verloren. Fußballspiel. Oh mein Gott. Schalt die Fresse, Paul. Das ist so unlustig. Warum lacht ihr dann? Also übrigens, jetzt, wenn das Video rauskommt, ist das, was dieses Event, also das Fußballspiel Österreich-Deutschland wahrscheinlich ist ja schon die WM-Finale oder so. Schiffe, mal rausfahren. Ich hoffe persönlich, dass du in die Ostsee fährst. Erst wenn ich einen Hafen irgendwo da hab. Das wird dir... Nee, ja, mach mal. Ach kack, jetzt habe ich noch ein Forschungsideen. Alter, ich habe so viele Forschungsideen. Freude, ich habe 3. Ja gut, ich mache jetzt gleich noch... Ich mache gerade Luftverteidigung, ist wichtig. Bitte kann ich... 550. Alter, das ist nicht der ihr Ernst. Nee, scheiß drauf, so lange mache ich jetzt keinen Schwerpunkt. Mir fehlen einfach 10.000 ja, Mann im Feld. Hab ich ja gerade. Ich warte noch darauf, dass ich jetzt meinen Panzer, der hat 19%. Komm schon, mach die 20% voll. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja. Und doch, es hat einfach exakt gereicht. Meine Panzerdivision ist groß. Wo stelle ich die hin? Hier hin, falls der Anschluss... Österreich! Ja! Oh, das verursacht schwertere Spannung, guck doch mal. 10%! Oh, 10%, hups, habe ich wohl ganz vergessen. Ron, du weißt, selbst wenn du deine ganze Armee an der Belgien-Grenze stehen hast, dass du meine Panzerwaffen... 3 Tage später, Fall von Berlin. Ich will sie auch nur verlangsamen. Ich baue mal den Westwall. Bau. Italien, wirst du gerade demokratisch? Außer ich baue die Alpine Befestigung. Spanien unter Druck, ja, das können wir ja mal machen. Wie fährt der Internationale? Befestigungsschwerpunkt. Ja. Alpinenbefestigung. Yes. Ja, Ron, antwortest du? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich mach mal. Ja, mach mal. Ja, komm, scheiß drauf. Die Londoner Kapitulation. Ja, sollen sie es so nennen? Der hat doch nicht mal die elektrische Rechenmaschine, das gibt Forschungspunkte. Oh, Mann. Ja. Ungarn, ganz ruhig. 20 dazu. Ich würde nur sagen, läuft im Irak einfach nicht, ja. Ne? Ja, komm, scheiß drauf. Leck des Todes. Der Frieden ist in Gefahr. Nein!
Was? Frieden in Gefahr? Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Jo, sie haben ihre Truppen behalten, ist ja geil. Die Armee wurde zwischen Jugoslawien und Kroatien aufgeteilt. So, jetzt so, habe ich den beiden Abgang isoliert. Lauritz, hätte er das zu mir gesagt? Fickt euch! Was denn? Fickt euch! Ah. Was denn? Ron, was hab ich denn jetzt gemacht? Nix. Auch Garantie von Frank! Das ist Garantie! Darum macht man keine. Darum macht man Marionette nicht bei. Siehste, ich hab gar nichts gemacht! Mieser Wichser! Ich hab nichts gemacht! Warum hast du mich? Dies. Kup im Radikal. Ja, du bist auch Demokrat. Das ist ja klar. In 1,54 Jahren! Yes! Alter, meine Manpower, yes! Die. Ich lach dich jetzt aus. Ach, Kacke, du kannst jetzt im Iran rechtfertigen, weil die Jugoslawien das die Garantie von Frankreich hat, ne? Oh, shit. Ich verpiss mich mal nach Asien. So, aber ich denke, wir beenden hiermit erstmal die Folge und das war's dann für heute. Ciao.